Seit über einem Jahr wird hier gebaut. Ein neues Gefängnis für über 150 Häftlinge. Der Rohbau ist jetzt fertig. Ganz zur Freude von Matthias Fessler. Er leitet das Amt für Justizvollzug und kann die Eröffnung des neuen Gefängnisses kaum erwarten. Das Projekt ist für uns super, das ist eine tolle Sache. Zum einen gibt es eine wesentliche Verbesserung im Vollzug selber. Man sieht den Seenhof, alt, verwinkelt, sehr schwierig zu führen. Die neue Anstalt dann übersichtlich und modern und hell. Das gibt eine wesentliche Verbesserung im Vollzug, aber auch für die Mitarbeiter. Weil die Mitarbeiter sind ja auch eingeschlossen und dort ist die Arbeit im Seenhof sehr schwierig. In der neuen Anstalt können wir doch sehr viel bessere Arbeitsplätze anbieten. Das Gefängnis besteht aus verschiedenen Trakten. Im großen Gebäude befinden sich die Zellen und die Verwaltung. Daneben die Küche, der Arbeitsbereich und der Freizeittrakt. Die Sicherheit hat beim Bau einer Haftanstalt natürlich oberste Priorität. Dies gilt auch für die Arbeitsplätze im Gefängnis, für den Gang durch den Korridor oder führt den Weg zurück in die Zelle. Für den Kantonsbaumeister Markus Dünner ist die Baustelle die anspruchsvollste seiner bisherigen Karriere. Grundsätzlich schon ist eigentlich der ganze Ablauf, eben, wie kommt man aus einer Zelle raus, wie ist das möglich beim Transport, beim Gang auf die Arbeit, im Spazierhof, alle diese Sachen hat man natürlich schon abgecheckt und es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, um eben das unterbinden, technische Möglichkeiten, Detektionen, Kameras, Bewegungsmelder, all so Sachen und ich denke, es ist sehr, sehr eingeschränkt. Wir sehen momentan nicht Möglichkeiten, dass ein Ausbruch einfach gerade so vonstatten gehen könnte. Der Bau der JVA Katzis-Tinietz dauert noch bis Sommer 2019. Im November sollten dann bereits die ersten Häftlinge im neuen Gefängnis einziehen.